So, wieder zweimal in einer Runde. Dreimal! Dreimal Hollingdorn in einem Jackpot. Alright, Leute, willkommen zurück zu einem kleinen Infovideo zu CaseClicker. Es ist ein neues Update rausgekommen, Version 1.81. Und es ist eine Menge neue Features reingekommen. Nichts Gravierendes, nichts Weltbewegendes, aber ein paar nette Dinger sind dabei. Zum Beispiel gibt es jetzt eine Suchfunktion im Inventory, ne? Wir können jetzt auf diese Lupe klicken. Und dann tippen wir einfach mal Fade ein und kriegen alle unsere Fade-Items. Ist das nicht nett? Das macht einige Sachen einfacher. Trade-Ups, ein bisschen Jackpot, wenn man bestimmte Items sucht. Ist alles ein bisschen einfacher. Es gibt 8 neue Upgrades, wobei das mir bei mir wieder fraglich ist, wie man die bekommt. Da ist das 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. So, 7 Update. Oh, scheiße, ich habe so viel Geld verbraten. Oh, ich habe so viel Geld verbraten gerade. Hebt mein Durchschnitt extrem an. Das hebt extrem an. Fast 0,02 habe ich jetzt. Nur durch dieses Ganze, aber das war sauteuer. Das hat mein Money richtig gefressen. So, und wir können hier Stat-Rack-Garantie kaufen und unser erstes ein Knife ziehen. Das ist jetzt wieder ein Bonus-Ding. Mal gucken, kriegen bestimmt das... Habe ich nicht gerade Stat-Rack-Garantie gekauft? Was eine Scheiße. Aber ich kriege ein Crimson Web. Ganz okay. So, somit so mit den neuen Updates, beziehungsweise Upgrades, die man bei dem Spiel kaufen kann. Bei NetHub ist ein neuer Punkt hinzugekommen. More coming soon. Meine Vermutung ist, more online Multiplayer Jackpot. Das wäre geil. Gegen echte Spieler Jackpot spielen. Den Case-Clicker gegenseitig Items hin und her schreiben. Und ja, das wäre auf jeden Fall super cool, wenn das gehen würde. So, aber die wichtigste Funktion für mich ist, es gibt noch ein paar andere, die im Detail ist, aber für mich das Wichtigste ist, es gibt einen neuen Sticker. Und zwar den Hauling of Dawn oder auf jeden Fall den Hall Sticker. Ich habe den Namen gerade nicht mehr so ganz im Kopf. Und den will ich natürlich haben. Deswegen machen wir auch direkt mal eine Sticker-Only-Runde. Shit, das Ding ist 5000 mal wert, nur mit Stickern. Das ist oh, und da ist er auch schon. Hauling Dawn einfach heißt das Ding. Oh, der erste rote Sticker. Ich glaube, in CSGO ist er verbannt worden wegen Copyright-Gründen. Ich glaube, dasselbe wie bei der Hall, ne? Bin mir nicht so ganz sicher, aber die Infos habe ich auch nicht mehr. Aber es ist ein roter Sticker. So, Change View ist auf jeden Fall... Oh, es gibt sogar zweimal. Ist ja super. So, wir packen mal die Eyebauer rein. Oh, shit, das wird... $4000, 5000, 40%, ne? Könnte übelst in die Auge laufen. In die Auge, genau. Deutsch. Wir machen mit 36%. Roll it. Das wär's. Erster Jackpot, gleich den Hauling Dawn Sticker, weil wir einfach so geile Dudes sind und es ist I have weg. Und jetzt ist er nicht einmal drin. Fängt gut an. Das fängt echt gut an. Macht Laune. Und Gaben hat's nicht gewonnen. Ein Magnus. Da ist er wieder, da ist er wieder. 31 haben wir nur, deswegen gehe ich jetzt schon mit rein. Ist das schlau? Ist das schlau? Das ist überhaupt nicht schlau, ne? Aber egal, meine besten Stickers behalte ich noch. 41% Chance. Come on, Game. Ich will diesen Sticker haben. Gib mir diesen Sticker. 40%. Wo ist denn? Ich bin nicht mal in der Nähe, Mann. So, nächste Runde schon ist er wieder drin. Der ist also recht häufig. Der ist nicht so selten wie die richtige Hall. Und daher sollte eigentlich kein Problem sein, den zu holen. Außer ich verschwende hier schon gerade meine ganzen... Die Sticker, die ich reinballer, sind nicht billig. Ja, das muss man eindeutig sagen. Die Sticker sind nicht ohne. Ich glaube, da ist gerade noch einer reingekommen. Das wäre geil, wenn die nochmal reinzieht. 230 genau ist die wert. Kann man schon so ein bisschen erkennen, wann die kommt. Ein bisschen wenig, ne? Dafür, dass es ein roter Sticker ist, eines der seltensten, 230. Im echten CSGO wahrscheinlich deutlich mehr, bin mir nicht ganz sicher. Dritte Runde. Come on, Game. Muss doch einmal klappen. Einmal muss es klappen. Ich bin nirgendwo. So, wieder zweimal in einer Runde. Dreimal! Dreimal Hollingdorn in einem Jackpot. Oh, okay, fuck it. Hätte ich von Anfang an machen müssen. Beste Chance ever. Mit 46% sollte doch locker drin sein. Ich verliere wahrscheinlich alles. Nur für diesen einen Sticker. Come on. Ein Sticker. Geht doch. Hätte ich von Anfang an mal machen müssen, Mann. Hab so viele Dinger verloren. Und ich krieg 3 Hauling Dawn in einen Jackpot. Aber dafür, dass das Item so oft drin ist, ist das jetzt auch nicht unbedingt so geil. Ehrlich gesagt, der Sticker kommt so häufig vor. Ich hätte wahrscheinlich in jeder normalen Jackpot-Runde irgendwann mal gewonnen. Aber egal, jetzt habe ich davon 3 Stück. Die sind rot, die sind pretty. Und im Großen und Ganzen schließt das Update ab. Das war's, was in diesem Update rangekommen. Ein paar nette Features, nichts Großartiges. Das einzige Dumme ist, das Update ist genau einen Tag nachdem rausgekommen, nachdem ich ein paar Folgen aufgenommen. Genau gestern habe ich ein paar Folgen aufgenommen von dem Game. Das heißt, die jetzt nach diesem Video kommen, sind noch mit dem alten Update. Deswegen sage ich da vielleicht ein paar Dinge, die noch nicht mit dem Update zusammenpassen. Aber ich wollte mal das Update voranschieben und euch mal die neuen Features zeigen. Und... Ihr gebt einen Daumen hoch auf 3 Hauling Dawn Stickers. Klickt hier oben rechts auf das i für weitere Case-Clicker-Folgen, wenn ihr Bock drauf habt. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und gebt mir Flosse. Flop.